Darf ich vorstellen, Colette? Also ich bin Colette, ich komme aus Aschersleben. Ich bin weder rechts noch links. Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Das Montagszitat heute, ein Netzfund. Sie haben Star Wars gesehen und waren auf der Seite des Widerstandes. Sie haben Robin Hood gesehen und Sie waren auf der Seite des Widerstandes. Sie haben die Matrix gesehen und waren auf der Seite des Widerstandes. Wenn es sich um Fiktion handelt, verstehen Sie es. Doch wenn es Realität ist, in der Sie leben, dann ist Ihnen der Widerstand zu unbequem. Ihr Lieben, ein bewegendes Demo-Wochenende liegt hinter uns. Dirk, Enrico, Wolfgang, Karin und natürlich mein Papa waren dabei in Chemnitz und Weißenfels. Aschersleben wurde also würdig vertreten. Chemnitz ist Sachsen, aber auch die Thüringer, die anwesend waren in Chemnitz, haben gebeten, ganz herzliche Grüße auszurichten, haben gesagt, das sind echt Hardcore-Widerständler, die überall mit rumreisen. Es hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Als Info zu der Demo in Chemnitz, um mal den Zustand unserer Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu beschreiben. Die Kundgebung fand auf dem Neumarkt statt und es gab ein Autokorso von Leipzig nach Chemnitz. Und dieser Korso wurde von der Polizei so lange aufgehalten, bis die Kundgebung vorbei war. Das waren hunderte von Fahrzeugen, es haben nur einige überhaupt durchgeschafft und die haben dann auch davon berichtet. So kann man natürlich die Zahlen bei Demos auch klein halten. Und das ist ja auch bei weitem nicht das erste Mal. Die großen Demos im Januar in Berlin und Magdeburg, Hamburg und München wurden genauso gehalten. Ich erinnere mich an den 8.1.24 in Wittenberg. Das war auch der Tag unserer Demoeröffnung, wo die Bauern sich alle angeschlossen hatten. Da kam der Holger, der Anmelder in Wittenberg, zu mir auf der Kundgebung und sagte, Colette, kannst du dir nicht vorstellen, die Spediteure und die Traktoren wurden gerade von den Polizisten umgeleitet mit der Information, der Treffpunkt ist woanders, und zwar an den Ortsrand von Wittenberg. Die konnten also allesamt an der Demo nicht teilnehmen. Wir waren damals trotzdem 3.500 Leute, es war immer noch im Brett. Aber man sieht, wie hier vorgegangen wird, natürlich nur mit denen von uns, obwohl ich muss mich jetzt revidieren. Der Polizist dort vorne, als ich hier durchbrettern wollte, ich bin ja notorische Zuspätkommerin, hat sich wirklich fast vors Auto geschmissen, hat gesagt, wo wollen Sie hin? Weil er dachte, ich fahre hier rein. Also da wirklich mal Dank, dass er uns als Demonstranten tatsächlich sichern wollte. So, Chemnitz war eine tolle Veranstaltung mit guten Redebeiträgen, ganz starken Trommlern. Das macht immer richtig Stimmung und es war im Allgemeinen eine Stimmung der Hoffnung. Am Sonntag war dann die Mittelstandsdemo in Weißenfels, wieder mit großer Beteiligung und auch hier mit engagierten Rednern. Die MZ Merseburg hatte natürlich nichts anderes zu tun, als mit Polemik um sich zu schmeißen, die Polemik, die sie uns vorgeworfen hat. Und sie haben zumindest diesmal die RednerInnen, die sie dort beleidigt haben, namentlich nicht genannt. Ich vermute mal, Undine F. ging etwas der Arsch, nachdem ich ihren letzten Bericht dann doch dezent auseinandergenommen hatte. So, ich bin dann direkt im Anschluss an die Weißenfels-Demo noch nach Gera gefahren, weil ich das Wort Nein in meinem Leben nicht gelernt habe und der Christian mich gefragt hatte. Dort war das große Protestcamp vor dem stillgelegten Flügel des Krankenhauses, in dem jetzt ein Flüchtlingsheim eingerichtet wird, also es steht schon fest, die Flüchtlinge werden auch transportiert aus Hermsdorf und so weiter. Sie werden jetzt aber auch nach Jena geschickt, also Jena ist ja die Stadt, wo auch aufgerufen wurde, dass die Studenten sich ummelden vom Wohnort her, damit sie auch sicherstellen, dass nur Rot-Grün gewählt wird. Dieses Protestcamp fand ich eine grandiose Idee. Es ist komplett friedlich verlaufen. Ich habe mich auch mit Polizisten unterhalten, die außerhalb standen, die alle gesagt haben, toll, es gab keinerlei Vorkommnisse. Und die Teilnehmer wurden, also die Teilnehmer dieses Protestcamps, wurden unter anderem durch Nazi-Mitarbeiter und Nazi-Krankenschwestern mit Kuchen, Kaffee und belegten Brötchen versorgt. Selbst der Frauentag wurde in diesem Camp gefeiert, also Alt-Nazi Christian Klar hat die Frauen geehrt, seine Mama war mit dort, muss ganz toll gewesen sein, es war alles ganz normal und es war nichts Radikales.
Es ging lediglich um den dringlichen Aufruf an die verantwortlichen Politiker. Auch das hatte der Christian eindeutig herausgestellt. Es geht nicht gegen die Geflüchteten, weiß man eh nicht, was die teilweise auch für traurige Geschichten haben. Aber es geht um die Politiker, die mit diesem allumfassenden, irrsinnigen, inlandsfeindlichen Wahnsinn endlich aufzuhören haben. Aber das ist natürlich rechts, was auch sonst. Und so friedlich, wie es auch war, war es eben doch radikal. Also eigentlich war es radikal friedlich, aber das friedlich kann man in der Berichterstattung natürlich weglassen. Und am Samstag, als der Christian dann in Chemnitz war, änderte sich die Lage. Es wurde laut und vermummt natürlich und krawallig. Die Linksradikalen erschienen zu einem Staatsaufmarsch, angeführt von Katharina Preuß-König, die im Landtag Thüringens für die Linken sitzt. Auf dem Kanal von Basti Weichreite kann man dann bis zu seiner Verhaftung sehen, was dort ablief. So erklärte Frau Preuß-König, die also Politikerin im Landtag für die Linken ist, unter anderem sehr aufschlussreich, wie man das Vermummungsverbot umgehen kann, indem man die Mütze ganz tief ins Gesicht zieht und einen Mundschutz trägt. Das erklärt sie dort tatsächlich. Außerdem rief sie dazu auf, also man könnte auch sagen, sie ordnete an, dass keiner der Teilnehmer mit dem bösen Rechten zu sprechen hat. Basti wurde wieder durch eine Schar an aufgespannten Schirmen beim Film behindert. Wer das schon mal gesehen hat, auf Weichreiz ist an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Die rennen die ganze Zeit hinter ihm her, wenn er filmt, haben die Schirme aufgespannt und schreien, du darfst mich nicht filmen, du darfst mich nicht filmen. Und dann sagt er mal, ja, dann lauf doch nicht hinter mir her. Also ich meine, lass es doch, ja. Also es ist wirklich der Hammer. Er hat einen Presseausweis und als Vertreter der Presse Zugang, normalerweise. Auf dem Video kann man sehen, wie die Polizisten Basti verfolgen, um sicherzustellen, dass er 20 Meter Abstand hält. Die gesamte Straße hatte keine 20 Meter Breite. Ein Reporter, der also einfach nur eine Kundgebung filmt, völlig friedlich. Und werden. Am Ende wird er festgesetzt, also Basti, und sein Handy beschlagnahmt, angeblich wegen Beweissicherung. Basti selbst hat die verständliche Vermutung, dass die Aufnahmen der Handgreiflichkeiten der Polizei ihm gegenüber gelöscht werden sollten. Und da fragt man sich einmal mehr, wo wir eigentlich leben und wieso ist niemand von den Verantwortlichen kümmert. Warum labern sie alle von Rechtsextremisten, die man nicht mal sieht, und hofieren aber die Linksextremisten, die hier mit Hass und Hetze und Gewalt aufrufen gegen Andersdenkende ganz offen auf den Straßen unterwegs sind. Und wer jetzt immer noch glaubt, dass der Verfassungsschutz die Wahrung des Grundgesetzes sichert, der glaubt auch, dass das Ordnungsamt nach Hause kommt, um die Küche aufzuräumen. Krönung des Ganzen ist, dass jetzt auch noch der Papst ein Putin-Versteher ist. Vermutlich wird die Stufe der Diffamierungen ganz langsam angehoben. Wer möchte, ich nehme Wetten an und sage, bis Ende nächster Woche ist er ein rechtsextremer Altnazi. Also zur Klarstellung, ich bin mit Sicherheit nicht der größte Fan vom Papst, aber darum geht es auch nicht. Darum geht es übrigens bei meinen Reden nie, ob ich persönlich Fan von irgendwem bin. Es geht immer um Rechtsstaatlichkeit, um Fairness, es geht um Vernunft, um Ehrlichkeit, auch wenn sie unbequem ist. Und es geht um die Wahrung des Grundgesetzes und Strafgesetzbuches. Was man gestern und heute bei uns im öffentlich Entrechteten über den Papst geäußert hat, ist so extrem anmaßend, verlogen und abartig. Das allererste, was unsere Kinder im Kindergarten oder in der Grundschule lernen, ist die Vernunft einzuschalten. Wenn da so ein Rowdy ständig rumstenkert und ein anderes Kind dann immer und wieder, immer wieder eine auf die Nase bekommt, dann sagen wir dem physisch schwächeren Kind was? Richtig, der Klügere gibt nach. Lass es einfach, geh diesen Mist doch aus dem Weg. Wir würden dieses Kind nicht noch anfeuern und dabei zusehen, wie der Kleinere ununterbrochen eine draufkriegt. Das ist aber genau, was in der Ukraine passiert. Und der Papst ruft zur Vernunft auf. Zum ersten Mal, würde ich sagen, bezieht endlich ein Papst Stellung gegen diesen Irrsinn. Und noch vor 2 oder 3 Jahren wäre er auch in Deutschland dafür gefeiert worden. Aber damit... Yeah. Aber damit ist halt Schluss. Mittlerweile ist es so, dass wenn die Richtigen das Falsche sagen, alle mitklatschen und wenn die
Falschen das Richtige sagen, dann muss es trotzdem bestraft werden und wird sozial geächtet. In Wirklichkeit geht es denen nur darum, dass ihnen der Arsch geht, dass ein Mann, der weltweit Anerkennung genießt, sich doch nun tatsächlich dafür ausspricht, dass Frieden herrschen sollte. Ja, wie abartig ist eigentlich der olle Franziskus, aber auch das ist doch gar nicht seine Aufgabe. Wie kann sich denn der Papst anmaßen, zu Frieden auf der Welt aufzurufen? Schlimm und natürlich sowas von rechts, rechts, rechts. In unserem Land sind nur noch Irre und Bekloppte an der Macht und nun wird sogar der Papst geframed. Das hätte man auch niemals für möglich gehalten. Haben wir die Resignierten, die meinen, der Widerstand würde nichts bringen. Also wenn der Widerstand nichts bringt, was denn dann? Und zeitgleich stellen sie aber die Frage, wie das Dritte Reich passieren konnte, wie die DDR passieren konnte. Ein Tipp an uns alle im Osten, vergebt den Wessis, die noch nicht erwacht sind. Das ist jetzt ihre erste Diktatur, die sie erleben. Aber im Ernst, wie konnte all das passieren? Genau wie jetzt. Auch damals haben sie gedacht, sie könnten nichts ausrichten, wenn sie dagegen demonstrieren würden. Sie sind zu Hause geblieben und damit haben sie all das Unrecht erst möglich gemacht. Ich trage jetzt ein kleines Gedicht meines Vaters vor, dann gibt es noch ein paar Veranstaltungshinweise. So, das Deutsch stehen gehorsam in Reih und Glied und warten, bis sie endlich dran. Ganz hinten fragt dann plötzlich einer, was es wohl heute geben kann. Die meisten haben keine Antwort, sie wissen nicht, worum es geht. Der Vorschrift sind sie längst erlegen, ein jeder steht halt, wo er steht. Der Stinkefinger wird verboten von ganz von oben den Idioten. So hat man ein Gesetz ersonnen und uns zu amputieren begonnen. Ja, alle stehen brav in der Reihe, außer zwei oder drei. Der Rest legt der Vernunft zum Trotz gleich beide Hände auf den Klotz. Gehorsam in der Reihe warten, danach gibt's Fußball oder Garten. Ein Volk der Dichter und der Denker geht brav zu seinem eigenen Henker. Hat aufgehört, selbst zu agieren, zu jeder Scheiße jubilieren, zu schunkeln oder Beifall klatschen und jeden Scheißdreck nachzuquatschen. Sich danach richten, ohne denken, ihr ganzes Leben zu verschenken. Sie spuren wie beim Militär. Wo nehmen Sie nur die Blödheit her? Bequemlichkeit und Ignoranz, das ist die neue Akzeptanz. Yeah! Yeah! Ich hätte mich übrigens gefreut, junger Mann, wenn Sie mal vorm Impfzentrum gestanden hätten und gesagt hätten, die Bekloppten sollen sich diese Drecksbrühe nicht in den Arm ballern lassen. So, eine Nachricht habe ich noch. Jörg Müller, Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes, hat nunmehr Schulkinder aufgefordert, unliebsame Posts anzuzeigen, was unliebsam ist. Ihr wisst es, legt meine Endfeindin Fancy Naser fest, unsere Regenbogenmutti, die sich um die wirklichen Probleme im Land kümmert. Es gibt aber auch eine gute Nachricht, der Wissenschaftliche Beirat des Bundestages hat das Demokratiefördergesetz auseinandergenommen und eingestampft. Das geht so nicht durch. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich muss ganz schnell zu Rossmann, die haben keine Glätteisen mehr. Da sagt die Verkäuferin heute zu mir daneben stehen, Waffeleisen nehmen zu Gast. Also, unsere Regierung ist die schlechteste für uns, aber die beste deutsche Regierung, die Amerika je hatte. Und deswegen an die Volksräte unter der grün versifften Glaskuppel in Berlin. Ihr seid unsere Angestellten und als eure Arbeitgeber sagen wir euch, ihr seid gefeuert. Yeah.